Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir sind bei den Tabellen und ich zeige euch diesmal, wie man Tabellen noch über HTML-Tags strukturieren kann. Und beim nächsten Mal, das ist jetzt, wäre dann nichts Neues, aber denke einfach, um auch nochmal zu wissen, dass das funktioniert, wie man mit Tabellen und mit Selektoren und Pseudo-Elementen Tabellen gestalten kann. So, es gibt drei verschiedene Tags noch für die Tabelle, und zwar T-Head, T-Body und T-Foot. Einmal also für die Kopfzeile, für die Körper oder für den Tabellenkörper und für die Fußzeile. Und die kann man mehrfach reinsetzen. Man kann sie auch in einer anderen Reihenfolge als Kopf, Fuß und Kopf, Körper und Fuß reinsetzen. Also ganz variabel verwenden, sollte aber, um sich das einfach auch sein Skript, HTML-Skript strukturiert zu halten, eben in der Reihenfolge verwendet werden, wie es hier angegeben wird. Man muss sie nicht verwenden, man kann sie eben verwenden. So, und wir schauen uns jetzt ein bisschen an, was diese Tags machen. Ihr werdet sehen, gar nicht so viel. Erstmal, so, das hier ist mein, so wie wir es bisher hatten. So, ich gehe jetzt erstmal rein und ich mache meine Tabelle mal so ein bisschen, ich räume da mal so ein bisschen drin auf. Das heißt, ich nehme mal alles, was ich gerade im Moment nicht brauche, das nehme ich mal raus. Also alle Styles zum Beispiel. Und dann mache ich hier draus mal A. Dann hier vielleicht auch eine 1 und eine 2 rein. Das hier, das nehme ich auch raus. Das brauche ich jetzt nicht. So, mal ein C und hier ein B draus. So, und mache mir das Ganze ein bisschen kürzer. So, und dann vielleicht einfach auch noch, um das deutlich zu machen, nehme ich mir nochmal hier und lege mir so zwei oder ein paar Zeilen an. So. Und das müsst ihr jetzt nicht machen, ich mache es aber, damit ich das aufs Video drauf kriege. Ich mache mir mal die Höhe von den Tabellenzeilen oder Tabellenzellen, die setze ich mir mal runter auf 20 Pixel. So. Und dann sieht das bei mir jetzt erstmal so aus. Das heißt, ich habe einen relativ kleinen oder eine relativ niedrige Tabelle oder wie sagt man dazu, also es ist keine große Höhe. So, sinnvoll wäre es jetzt auch noch, wenn ich hier die TH-Elemente wieder durch TD-Elemente ersetze. So, dass das eben auch wirklich alles so einheitlich aussieht. So, also so sollte es dann aussehen. Ne? Gut, das ist das Erste, was ich mache. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man den Table Head verwendet. T-Head. So, speichere das Ganze ab. Und wenn ich das jetzt lade, seht ihr, es passiert immer noch nichts. Ne? Es ist noch relativ witzlos, aber ich kann jetzt hingehen und kann sagen, hey, so, ich möchte für meine, für meinen Kopf von der Table T1, upsala, T1, möchte ich ein T-Head haben. So, jetzt baue ich euch erstmal einen Fehler ein. So, und ich möchte die Background Color Doppelpunkt und da möchte ich jetzt, was weiß ich, so ein, na sagen wir mal ein Peru, eine schöne Farbe. So, was auch immer das mit Peru zu tun hat. So, ich speichere das Ganze ab und lade es. So, jetzt seht ihr, na, vielleicht seht ihr es nicht so gut. Im Hintergrund hat sich die Hintergrundfarbe, also so ein sandiges Braun oder so ein Braun aufgebaut. Das seht ihr nicht besonders gut. Dazu muss ich jetzt doch nochmal die Höhe von meinen Tabellenelementen vergrößern. Ich setze sie wieder auf 80 und ich mache mal den Tabellen- oder den Zellenradius setze ich mal auf 35, dass man also ein sehr viel runderes Element hat. So.
Und so, und jetzt seht ihr, diese Farbe, diese Peru-Farbe, die ist im Hintergrund, ist die gezeichnet worden. Achtet bitte auch darauf, dass diese Tabellenrahmen, dass der über die Farbe geht. Das heißt, hier sitzt die Farbe tatsächlich ganz im Hintergrund. Und ja, sie wird eben von dem Tabellenelement wird sie überdeckt. Sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob man das in irgendeiner Art und Weise sinnvoll anwenden kann. Aber jetzt habe ich es euch gezeigt. Vielleicht fällt euch ja was Sinnvolles ein. Gut, wir wollen aber die Hintergrundfarbe von den Kopfelementen, die wollen wir geändert haben. So, und das machen wir jetzt einfach, indem wir hier wieder zurückgehen. 20 und 15. Und hier beim T-Head setze ich einfach noch das TD mit dazu, also dass eben das, die Elemente von angesteuert werden. Ich speichere das Ganze ab und lade es so. Und jetzt seht ihr, hat er den Hintergrund verändert. So, noch eine wichtige Sache. So, ich habe jetzt mal das T-Head nach oben gesetzt. So, und normalerweise, das wisst ihr, wird so ein Stylesheet von oben nach unten gelesen. Und man sollte jetzt meinen, dass wenn ich insgesamt die Tabellenelemente verändere, dass dann eben auch, hier oben die Tabellenelemente wieder zurückgesetzt werden auf die Hintergrundfarbe Gold, wird aber nicht getan. Also das heißt, ich kann hier so ein bisschen freier über die Tabelle verfügen. So, wenn ich das jetzt, also hier dieses T-Head TD, also die Elemente des Kopfes, nicht definiere, dann wird die automatisch auf die Hintergrundfarbe Gold verändert, also auf das allgemeine Element. Auch die anderen Style-Attribute werden ja übernommen. Ne? Also ich habe ja hier genauso eine runde Zelle oder eine abgerundete Zelle und ich habe genauso diesen ein Pixel dicken durchgängigen Rahmen. Also das wird nicht geändert, das wird eingelesen, ne? Aber die Hintergrundfarbe selber, die wird hier dominiert eben durch dieses T-Head-Element. Gut, das ist so das Erste, was ich euch zeigen wollte. Und jetzt werde ich euch noch zeigen, dass man das Ganze eben auch noch oder beziehungsweise ohne Probleme die Body einbauen kann und der dann eben erstmal gar nichts tut. Das Video wird mir zu lang, deshalb werde ich das dann beim nächsten Mal zeigen. Also ein T-Body und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann seht ihr, passiert gar nichts. Gut, aber jetzt kann ich auch den T-Body für sich selbst ansteuern. So, und das zeige ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.